Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta und frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid sehr gut durch die Feiertage gekommen und der Start ins Arbeitsleben ist wunderbar geglückt. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger jetzt her. Also meine Feiertage und speziell jetzt das neue Jahr. Es ist schon jetzt der 15. Also wenn ich das aufnehme. Ich habe endlich mal wieder ein freies Wochenende. Ja, genau. Dementsprechend tut mir wirklich leid, dass die Let's Plays jetzt so lange ausgefallen sind. Die Streams sind auch sehr lange ausgefallen. Jetzt gestern habe ich konnte ich endlich wieder streamen. Genau, also ich bin ja selbstständig und dementsprechend ist manchmal Wochenendarbeit normal. Beziehungsweise eigentlich ist Wochenendarbeit immer normal bei mir. Aber jetzt ist gerade das Unternehmen, für das ich arbeite, also beziehungsweise ich werde da als freischaffender Künstler für sehr viele Aufträge eben angeworben. Oder eben bezahlt. Genau, dementsprechend musste ich jetzt sehr, sehr viel für die arbeiten, weil dieses Wochenende ist in Hamburg die Nordsteel-Messe und da ist jetzt auch die Vera, also meine Chefin quasi, beziehungsweise Auftraggeberin, ist gerade auf der Messe und normalerweise wäre ich auch dabei gewesen. Aber wir haben zum Glück einen Ersatz für mich gefunden. Und genau dementsprechend kann ich jetzt endlich aufnehmen und Videos schneiden und das Video von das Sparta-Video kann ich endlich weitermachen. Das ist fast fertig. Nee, es ist noch lange nicht fertig, so. Fast fertig ist es zwar, aber ich bin vorne und hinten noch nicht zufrieden. Das ist viel zu lang geworden. Ich will es auf 10 Minuten runterbrechen. Und da muss ich so viel jetzt rauscutten und so weiter. Und dafür, das ist halt, ja, nicht, also, das ist, ist ja ein Hobby von mir, also YouTube. Twitch wird zum Glück jetzt schon bezahlt. Also da habe ich jetzt letztes Jahr mit durchschnittlich 5 Zuschauern ungefähr knapp 200 Euro verdient. Und das ist richtig gut für einen Start. Also klar, das ist jetzt der Stundenlohn von ein paar Cent ungefähr. Klar. Aber das ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als ich für YouTube bekomme. Ist ja logisch, weil YouTube gibt mir keinen Cent. Und da ist die Marge von Twitch echt gütiger, sage ich mal. Die zwacken mir zwar 50% ab, aber das ist noch voll in Ordnung. So, aber dementsprechend, also ich bin jetzt drauf gekommen, weil die Sachen, die einen Geld geben, die haben natürlich Vorrang, auch wenn man sehr gerne, also ich will unbedingt jetzt bald dieses Video über Sparta und die Mythen und so weiter rausbringen, weil das macht mega Spaß und also das habe ich ja vor, ja, das war
Mai letzten Jahres war das. Und, bald vor einem Jahr habe ich damit angefangen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt so lange gedauert hat. Aber naja, dann kam die in die andere Messe und ja. Aber okay. Gut, ich will jetzt mal schauen. Also, hier komme ich ja ganz leicht vor, rüber. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Beziehungsweise die könnte ich. Also die sind nur zwei groß. Ich könnte mit denen aber wieder zurück hier hingehen. Wobei, ja, und dann hier hoch. Und mit dem mache ich so einen Schlenker. Hui! Ja. Aber okay. Also, Sparta, das, die Folgen oder die, die, nicht die Folgen, sondern Sparta, das, die Challenge, wird nicht mehr lange dauern, weil wir müssen ja nur noch Britannia erobern. Europa haben wir fast und dann kommt die, ja, ein bisschen was von, ja, halt Asien und Fernosten ist ja auch eigentlich fast weg, weil Pergamon so groß ist. Genau, und Nordafrika beziehungsweise Ägypten muss noch gemacht werden. Okay, also so hier die spartanischen Abtrünnigen, die hole ich mir jetzt. Wir haben Leitern, Schildkröte und Belagerungsturm. Das ist sehr gut. Warte, wir haben 2, 3, 7. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Ja, das passt. Okay. Dann kämpfen wir mal. Die 3000 gegen die abtrünnigen Boten. Ach, das ist so. Ah, das ist diese. Die ist nicht ganz so geil zum Erobern, die Stadt. Ja, Nebel. Ja, warte ich mal. So, also an sich ist es typisch hier anzufangen, weil hier gibt es nur zwei Türme, aber hier gibt es auch zwei. Hier gibt es auch zwei Artillerien. Und die machen Aua. Andere Version wäre hier. Oder ja, bis wir da sind, das dauert ein bisschen länger. Die andere Seite ist ein bisschen freizügiger, freigängiger. Wir könnten versuchen, hier anzugreifen. Da ist hier ein Turm. Ja, aber nur eine Straße, also da könnte man uns sehr, sehr einfach vernichten. Hier ist der Zugang 1, 2, 3. Also hier kann man sehr schön zumachen, hier kann man sehr schön zumachen, hier ist es offen. Aber hier sind vier Türme und auch zwei mögliche Artillerien. Okay. Dann machen wir es wie jeder andere Depp. Nämlich die KI. Die Schildkröte kommt hier hin. Die macht das da hier platt. Die Türme kommen hier hin. Und die Leitern kommen zwischendurch. So, dann werde ich mal die da hier dann auf die Klippe bringen. Gut. Gut, hier kommen ja ganz viele Schiffe. Was ist das? Balliste und Skorpion, okay.
Die Frage ist, wo die hingehen. Wenn die in die Stadt reingehen, ist es okay. Wenn sie hier drumherum gehen wollen, das ist dann ein bisschen negativ. Okay, Pikeniere, Hopliten, Pikeniere, Hopliten, alles klar. Okay, der scheint reinzugehen. Das ist gut. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen besser reinschießen und vor allen Dingen sehen, wo die sind. Können auch ein bisschen vorspulen jetzt. Okay, hier sind Steinschleuderer. Die kommen jetzt alle hierher. Aber das ist in Ordnung, weil von hier kann ich auch schießen. Und ich treffe hier sehr viel besser. Also von unten zu treffen ist natürlich ein bisschen komplizierter. So, die verstopfen sich gegenseitig. Das ist wunderbar. Wollt ihr nicht schießen? Komisch. So, die ersten Schüsse haben sie abgegeben, aber dann so, nö, kein Bock. So, jetzt hat er aber. Ja, das sind schon ein paar gestorben. Die Leitern, warte mal, die ist zu nah hier. Die ist zu nah. Weil der bombt hier alles weg, also da ist dann nichts mehr mit. Nichts mehr mit friedlich hinkommen. Warte mal. Friedlich hinkommen. Was laber ich da? Nee, also wenn der die Mauer zerstört und meine gerade da oben hingelaufen sind, dann sterben die natürlich. 60% Feuerschaden schon. Uiuiui. Das ist natürlich eine Ansage. Okay, die ersten gehen drauf. Sehr schön. Ja, 84, aber der kommt hin. So, ihr fokussiert die Jugendlichen, weil die Steinschleuderer sind eh egal. Ihr macht es auch ganz fein. Ihr müsst die nur aufhalten, weil hier, das wird dann sowieso zerstört. So, ihr bitte. Wappnet euch. Weil dieser Teil hier wird dann zerstört. Sehr geil. Will ich mal zusehen. Gleich fällt die Mauer. Sehr geil. So.
Und jetzt bitte die. Wollt ihr die nicht angreifen, fokussieren irgendwie? Hm. Ich weiß nicht, wie ich hier am besten hingehe. Aber mal schauen. Okay, die da sind jetzt auch fertig. Die da können die jetzt auch kommen. Die Tore gehören uns, das ist schon mal sehr gut. Dann gehe ich auch hier hin. So, hier Stachelschwein gegen Stachelschwein. Hier muss ich mich dann beeilen, denen zu helfen. Das sind Bogenschützen. Bogenschützen. Onaga, Onaga, okay. So, sehr gut. Die Bogenschützen könnten mir jetzt hier richtig gut helfen. Gegen die. Gegen die Pikiniere. Aber warte, die nehme ich mit. Nur die Bogenschützen können die jetzt treffen. Die anderen Fernkämpfer sind hier für die feindlichen Fernkämpfer. So, der geht mal hier hin. Schön, schön. Bam, bam. Was sind das? Speerträger. Ah, oh, der kann schießen, das ist gut. Nein, nicht darauf. Das sind Hopliten. Alter, ich habe viel zu viel hier. So, ihr geht mal hier hin. Die anderen gehen dahin. Ah, der hat ziemlich viele Fernkämpfer. Ihr geht runter und schneidet den, oder er fällt denen in den Rücken. Das ist sehr gut. Bitte Phalanx. Oder, ja. Blitendings da. Ihr ballert mal schön auf die drauf. Ihr geht da lang. Ihr geht auch da lang. Und ihr macht hier zu. So, und. Achso, die sind schon weg. Okay. Wunderbar. Das ging ja jetzt schnell. So, ihr kommt hier hin. Ballert ihr? Ja, sehr schön. So, was ist das? Was sind das? Hopliten? Alles klar. Volle Kanne rein. Wieso seid ihr alle nicht in einer Phalanx drinne? Hm, komisch. Okay, die sind weg. Ihr kommt hier hin. Das ist, das sind Pikiniere. Pikiniere vor. Ihr passt auf die Flanke auf. Und ihr ballert mal hier hin. So. Ach, das ist doch schön. Das funktioniert doch alles herrlich. Ihr kommt jetzt her. Da ist noch jemand. Ihr passt hier auf. Ihr
Geht mal her. Beziehungsweise hier hin. Volle Kanne voraus. Und jetzt. Sehr gut. Ich glaube, ich lasse die Pikiniere einfach in Ruhe. Lass die Pikiniere Pikiniere sein und gehe hier gegen die Fernkämpfer. Weil die sind ziemlich heftig. Warte, ihr geht mal hier hin und schießt dann nach da. Ihr bleibt hier. Das passt auch. Hopliten, Hopliten. Da. Okay, die sind jetzt weg. Super. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Komm zurück. Ich muss die einfangen. Zwar werden die jetzt in den Rücken schießen. Ist immer so. Aber. Nein. Okay. Dann sind die in der Falle. Und ihr kümmert euch mal um die. So. Sehr gut. Wie geht's euch hier? Auch sehr schön. Warum? Ach. Komisch. Schön. Warte, hier, wer hier sind die? Die kümmern sich dann mal um die. Und die gehen hier hin. Sehr gut. Das läuft doch, das läuft doch. So. Hier läuft's gar nicht. Hier läuft es gar nicht. Das Problem ist, hier kann ich irgendwie nicht hoch. Ja, okay, ist eine Mauer. Verstehe ich. So, dann gehst du mal. Ja, die sind irgendwie ziemlich am Arsch. So, ihr seid da. Stimmt, ihr könnt helfen. So. So. So, Beeilung, Beeilung. Wieso ist die wieder aus? Ah, das ist sehr schön. Wollt ihr nicht? Das ist hier gut. Hier hin. Bekomme ich den General? Ja, sehr gut. Ihr bekommt Hilfe. Schnell. So. Das ist doch schön. Nein, komm. Da kommt doch gerade Hilfe. Acht Leute, komm. Ja, na gut. Warte.
Die letzten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. 50 gegen 90. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay, ihr da. Was macht ihr? Wobei. Schießen dann hier rein. Ja. Gut, das da ist auch bald fertig. Und dann haben wir's. Die, ja. Gut, dann können die sich lösen. Und dann hier den Kessel zumachen wieder. Sehr schön. Ist sonst noch was? Also die da und die da, ne? Aber irgendwo haben die noch was. Ja, wahrscheinlich hier wieder. Okay, dann scout ich mal kurz mit denen. Weil irgendwas muss da noch sein. Wahrscheinlich ja wieder sein General. Ich weiß echt nicht, warum das so programmiert wurde, dass der General immer da bleibt. Nun, die hätte ich wohl schon sehr viel früher kaputt machen können. Aber ich fand die anderen, also das da war halt relativ safe hier. Deswegen habe ich eher auf die anderen Sachen geschaut. Spartaner sind so krank halt mit der Moral, Alter. Ja. Ist das? Hopliten. Ja, super. Dann lasst euch mal. Warte. Schwerer Schuss. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, schade. So. Sind auch fertig. So, ihr kommt jetzt noch dahin. Hat noch jemand was? Die hat noch. Jo. Schön abballern. Wunderbar. So. Dann würde ich mal sagen, General gegen General, oder? Was meinst du? Wie bist du denn sehr müde? Sehr müde. Okay, ich lass mal ein bisschen verstreichen. Bis er nur noch müde ist, genau. So.
So. Und dann den letzten Kampf. Begeistert. Wie sie voll langsam aufeinander zugehen. Süß. Okay, also. Wir haben hier 150 gegen 95. Siebenundvierzig. Neunundachtzig, 45, 88, 87, 43, Alter. 35. Okay, meine sind erschöpft. Okay, stopp. Tja, meine sind erschöpft. Dann bekommen sie Hilfe. Nicht, dass er jetzt mein General stirbt. Alter, was für ein Pulk, ne? Okay, gut. So, 3000 aufgestellt. Also die heißen die 3000, oder? Und 3000 aufgibt. Nee, oder? Na, 1200 Verluste. Getötet 3100. Ja, war wirklich nicht so der Beste. Aber hier, schau mal. 1250 verloren und der hat nur 900 getötet. Nun. Nein, einer ist komplett gestorben. Ja, okay, bei so einer befestigten ja, da sterben die meisten. Da sterben leider die meisten. Okay, also du Verstärkung. Unterhaltskosten weniger, ist bei mir gerade egal. Verstärkungsrate ist gut, Loyalität, das ist besser. Okay. So. Hier kann ich nicht wirklich gute Sachen machen. So, aber das sind jetzt schon wieder 30 Minuten vorbei. Das ist ja bei ja, Rome ein bisschen knifflig immer. Weil... ja, die Schlachten dauern halt immer so lang. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund, Knuddel geht raus und bis zum nächsten Mal. Bye.